Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zu diesem Ausblick und wir haben zwei große Themen für euch. Einmal die legendären Module und die Veränderungen, die es da jetzt gibt. Da gibt es nämlich schon wieder ein Update der Veränderungen. Wir hatten ja im letzten Ausblick darüber berichtet oder im vorletzten. Und dann wollen wir uns Karten anschauen. Es werden Karten umgebaut und ja, da gehen wir jetzt dann drauf ein. Fangen wir erstmal damit an. Ich habe hier mal den Kurfürsten reingestellt, so ein bisschen stellvertretend mit der legendären Verbesserung. Also, Borgrimi dankt uns erstmal für das ganze Feedback, was wir da zurückgegeben haben, dass wir die Idee nicht ganz so gut finden, vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden soll. Borgrimi hat jetzt dazu gesagt, dass man diese Mission, die man jetzt bereits erhalten hat, halt nicht bis Ende März 2020 verliert, sondern dass das jetzt so insofern aufgeweicht wird, dass wir als Spieler diese Mission bis Ende 2020, also zum 31.12.2020, behalten können. Das heißt, jeder, der jetzt oder bis zum Update 091 ein T10-Schiff erspielt und das erste Gefecht damit gefahren ist, bekommt diese Mission in seinen Auftragsreiter reingestellt und kann diese dann noch bis Ende 2020, den 31.12., erfahren. Am Ende wird das System aber trotzdem so umgesetzt werden, dass legendäre Module in Zukunft im Forschungsbüro zu bekommen sein werden. Wahrscheinlich Work in Progress durch Forschungspunkte, das ist hier nicht ganz genau wieder herausgearbeitet. Aber so sollte es dann passieren. Das heißt, man muss den Baum zurücksetzen, um dann Forschungspunkte zu erfahren, wenn man noch nicht alle legendären Module zusammen hat. Am Ende will Wargaming jetzt hier dieses System anpassen, so sagen sie zumindest, um dann auch eine Weiterentwicklung dieser Module zu erlauben. Also das heißt, dass man dass wahrscheinlich neue Module in dieses Forschungsbüro reinkommen für T10 Schiffe, die jetzt eben noch kein solches Modul haben. Und möglicherweise Veränderungen an den bestehenden legendären Modulen oder obwohl vielleicht sogar ein zweites legendäres Modul hinzukommt, was man dann austauschen kann oder wie auch immer, um einfach die Variabilität der Schiffe oder Diversität der Schiffe in World of Warships ein bisschen zu verändern, sodass man nicht automatisch vorausahnen kann, ach, der Kurfürst, alles klar, der ist so und so, der kann oder das oder jenes. Also, das ist einfach so. Es ist ein zweischneidiges Schwert, gerade für diejenigen, die vielleicht erst im November 2020 die legendären Module dann oder sagen wir mal im April erfahren, vielleicht einen Tag zu spät und dann nicht mehr diesen Kampfauftrag bekommen, sondern eben dieses Forschungsbüro die Aufgaben machen müssen. Ne? Am Ende ist es von Wargaming jetzt zumindest, so wird es dargestellt, ein Entgegenkommen für die Spieler, die die Missionen jetzt schon haben, um einfach genug Zeit oder sehr viel mehr Zeit zu gewähren, als es eben vorher war. Im nächsten Schritt wollen wir uns hier um die Kartenänderungen kümmern, die in World of Warships jetzt zeitnah oder demnächst umgesetzt werden sollen. Zuerst sind wir hier auf der Karte Atlantik. Ich habe hier mal einen In-Game-Screenshot von der Karte gemacht. Und eigentlich gibt es hier nur eine große Änderung und das betrifft diese Insel hier oben. Ja, die ragt hier so ein bisschen rein und kann dieses Weiterfahren der Schiffe in diese Richtung so ein bisschen abbremsen. Und das soll zumindest laut Wargaming sich jetzt ändern. Die neue Karte sieht dann so aus: Da fehlt hier einfach diese Insel, die Ecke und die Ecke da unten ist erhalten geblieben. Alle anderen Inseln, wo nicht so wirklich anders platziert. Wir müssen jetzt nochmal hin und her schneiden. Auch hier die Insel ist so drin geblieben. Da hat sich nicht wirklich viel geändert. Also, ja, da kann man nicht viel sagen zu Atlantik. Quadrat A7, da gibt es eben diese Änderung. Und dann kommen wir zu einer neuen Karte. Ja, und zwar eigentlich einer neuen alten Karte. Wir haben vor, ich glaube, locker einem halben, dreiviertel Jahr mal über diese Karte hier berichtet. Bering Sea oder Beringsee. Und da sollte ein ganz spezieller Kampfmodus rein. Und zwar dieser Rush in Richtung, also Durchbruch nannte sich der Kampfmodus. Man ist quasi nebeneinander gestartet. Die Inseln sollten so ein bisschen direkten Kontakt sofort verhindern. Aber am Ende war das Ziel, möglichst schnell in diesen Punkt da hinten zu kommen und sich gegenseitig eben auf dem Weg dahin zu bekämpfen. Ja, Flugzeugträger sind da oben links und rechts so zu sehen gewesen. Am Ende hat sich dieser Kampfmodus wohl in den Tests nicht richtig durchsetzen können. Aber die Karte, die wollte man jetzt unbedingt behalten. Ich persönlich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sie noch nie gefahren, aber jetzt soll sie dann wohl so aussehen. Man hat die Inseln hier so ein bisschen angepasst und versprenkelt sozusagen. Ihr seht, wir haben jetzt hier drei Caps, wieder dieses klassische Herrschaftsprinzip.
so dass das hier einfach, dass die Schiffe einfach besser miteinander interagieren können, gegeneinander, miteinander, wie auch immer. Und dann gibt es hier noch diese Variante, das ist dann hier für Clan-Gefechte wahrscheinlich gedacht und bringt mal wieder eine neue Karte ins Spiel, zumindest für die Allgemeinheit. Und dann kommen wir zur nächsten Karte und letzten Karte in diesem Reigen hier der Kartenänderungen, die Karte Schleife. Aktuell in Update 0811 sieht die Karte noch so aus. Wir gucken hier von oben drauf. Wir sehen hier so eine größere Felsformation an der rechten Seite. Die Inseln sind so verteilt und so weiter. Vor allen Dingen achtet mal hier drauf, hier wird es wirklich viele Änderungen. Also hier die Inseln werden verändert, hier wird die ganze Geschichte so ein bisschen verändert und vor allen Dingen wird sich auch dieser Bereich ändern. Ich blätter jetzt mal eine Sequenz weiter. Und dann seht ihr sofort, es ist krass aufgeräumter, ja. Die ganzen Inseln sind jetzt hier so tränenförmig, gehen dann, oder sonnenstrahlenförmig, gehen von der Mitte sozusagen weg, ja. Auch hier ist es jetzt ein Durchbruch bei den bei der Insel, da ist jetzt auch so ein Haken drinne irgendwie, ja. Also das ist jetzt hier die Clan-Gefechtsvariante und hier an der Seite fehlt der komplette Inselbereich, den man vorher genutzt hat, um dann eben drüber zu schießen, um sich mal wieder aus dem Gefecht rauszunehmen, in Anführungsstrichen, wenn man so stark unter Beschuss geraten ist. Also eine ganze Geschichten. Und das ist dann hier die Standardgefechtsvariante. Auch da sind die Inseln an sich von der Anordnung her nicht groß anders. Entschuldigung, dass die eine Karte hier einen Ticken kleiner ist, das konnte ich irgendwie nicht anders kopieren sozusagen. Aber ich kann sie ein bisschen größer ranzoomen. Ist jetzt nicht ganz scharf, sorry. Aber das ist eben der Punkt, ne? Das soll einfach die Interaktion auch hier wieder besser machen, weil das auch hier an der Seite eher so eine Art Hinderungsgrund war, zumindest aus der Sicht von Wargaming, die den Kampffluss sozusagen gebremst hat. Aus unserer Sicht der Spieler war das immer ein schöner Rückzugsort. Da konnte man mit dem richtigen Schiff dann doch über die Inseln schießen und die anderen waren zu offen. Ja, es ist immer, wie man es dreht und wendet, müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr die Kartenänderungen jetzt gut findet. Jetzt ist eigentlich weniger Gekämpel notwendig, sage ich jetzt einfach mal, oder nicht mehr so gut möglich, weil hier der komplette Inselteil eben fehlt. Ja, das kann natürlich dazu führen wiederum, dass der Gekämper hinter andere Inseln sich verlagert. Wenn es im High-Tier ist, ihr wisst selber, da wird sehr, sehr taktisch gefahren, um es jetzt mal so auszudrücken. Das kann so und so eine Gefechte geben. Naja, das ist eigentlich schon gewesen, was wir jetzt für euch parat hatten hier im Ausblick mit den Karten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen haltet. Würde mich sehr interessieren. Habe ich ein bisschen was zu lesen über die Weihnachtszeit, beziehungsweise über die Tage jetzt hier zwischen den Jahren. Ja, und naja. Wir hören uns und sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Haut rein, habt eine schöne Zeit. Euer Sigrods-Team, euer Andi. Ciao, ciao.